Hallihallo, die Annette hat gerade Strahlen im Gesicht. Und es ist voll schön, weil sie heute mit mir im Königinnengespräch ja, da ist und wir das Thema die weibliche Quelle fließen lassen bewegen, sozusagen miteinander. Und da freue ich mich total drauf. Die Annette habe ich kennengelernt über ihren Mann. Den habe ich bei den Tauberpionieren die erste Begegnung gehabt, intensiver und war total schön. Und dann haben die zwei mich besucht mit Milan, mit meinem kleinen Sohn. Und wir hatten da voll die schöne Begegnung. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, dass es zwischen uns fließt. Und ich finde es total schön, dass wir uns irgendwie auch nochmal näher kommen, jetzt auch durch das Gespräch und auch die Vorbereitung. Ja, das finde ich gerade voll schön, weil wir da eine gemeinsame Vision haben. Magst du irgendwas zu dir noch sagen, was dir gerade wichtig ist oder was du gerne einfach über dich noch mitteilen möchtest? Ja, hallo, ich bin die Annette und ich freue mich richtig, Andrea, mit dir, dass du das Video mit mir machst. Und ich möchte einfach die Frau wieder helfen oder unterstütze, dass sie in ihre Kraft komme. Und ja, das ist mir großes Anliegen, dass ihre Quelle wieder fließt. Ja. Genau. Und deine eigene Quelle, also ich finde es voll schön, weil das habe ich jetzt gerade, wo ich dich nochmal angeschaut habe, auch gerade nochmal gemerkt, du sitzt ja heute auch auf deinem Thron. Also wir führen heute nicht nur ein Königinnengespräch, sondern du hast wirklich auch deinen Thron. Und ich finde es total schön, weil der Karl und du, ihr macht ja auch, oder ihr habt praktisch total tolles Mundholz in mein Leben auch gebracht. Und dafür bin ich euch auch sehr dankbar. Magst du da dazu kurz was sagen zu deinem Thron? Also mein Thron, das ist aus Fichteholz, das wird zu bestimmter Mondseite geschlagen und das ist halt dann total aufgeladen von der Mondenergie. Und wenn man da halt drauf sitzt, jeder spürt es anders, aber auf jeden Fall, mir gibt es Kraft und Stärke und man fühlt sich wirklich auch so wie eine Königin. Man sitzt viel aufrechter, ich mache gern meine Zoom hier auf dem Thron und habe auch noch ein Fußteil, wo man dann auch schön dann die Erdung spürt und das kribbelt so richtig schön und gibt einem auch noch zusätzlich Kraft und Stärke. Genau. Ja, das hat mich auch selber sehr fasziniert, weil ich war, also als ich das letzte Mal bei euch war, ging es mir nicht so gut. Und dann habt ihr ja jetzt so einen Kraftort, so, wie heißt das nochmal? Also normal heißt Beam Station, also das ist wie so ein halber Baumstamm und da kann man halt kann man reinsitzen und oben drauf ist auch noch so ein Deckel und aber es fühlt sich an wie wenn man im Baum sitzt und man spürt auch richtig so die Kühle und die Kraft und das vibriert so und es war auch spannend, dich zu sehen, wie sich das bei dir verändert hat, als du da drin saß. Und ja, es dürfen Emotionen fließen, es darf Klarheit kommen. Jeder spürt es anders. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich spüre nichts, aber irgendwie geht es mir gut dabei. Oder ja, genau. Ja, genau, und das war auch so das Geschenk, dass ich wirklich da reingesessen bin und erstmal schon rein. Also das ist dann wie so ein Waldboden, auf dem ich laufen durfte. Und dann hast du mich auch so schön begleitet und dann die Männer praktisch rausgeschickt, weil wir waren noch verabredet mit anderen. Und hast dann so Genau. mir den Raum so gewahrt und so richtig, ich habe mich richtig geborgen gefühlt und das war für mich ganz, ja, ganz wertvoll, weil ich als erstes dachte, ja, wieso, die Männer können doch jetzt auch reinkommen. Aber ich habe richtig gemerkt, dass es dann mir leichter gefallen ist, nochmal das so fließen zu lassen irgendwie. Das war spannend für mich selber auch, weil ich jetzt praktisch die Männer jetzt auch, also die kannte ich ja beide und vor denen hab ich mich jetzt nicht so geniert, sage ich mal. Aber es war für mich trotzdem ein wertvoller Raum, den du mir eröffnet hast. Und dann kam ja sogar noch eine andere Frau dazu. Und dann hatten wir Genau. so unsere Frauenrunde. Und da hast du mit uns Frauen dann auch deine Vision geteilt. Und da mag ich dich jetzt auch nochmal einladen, das, was dich gerade zum Thema Frau nochmal so bewegt, auch zu teilen. Okay, also wir haben in dem Raum unter auch noch
ein Blume des Lebens Teppich. Und da hatte ich eine Vision, dass da 13 Frauen sitzen und wir hatten also tiefe Gespräche. Wir haben Stacks gemacht, wir haben Hosting gemacht und es sind Emotionen geflossen. Und das war richtig kraftvoller, geschützter Raum. Das Mondholz mit dabei, der Teppich, dann die Kraft von uns Frauen. Und mein Wunsch ist wirklich so, die Mütter wieder in ihre Kraft zu bringen. Und ja, auch so jetzt, ich hatte viel zu tun mit Erzieherinnen und Müttern in meiner Zeit beim Kindergarten. Und da habe ich immer gesehen gehabt, wie die Frauen da auf dem Zahnfleisch gehen. Und da möchte ich einfach wieder alle, die sich angesprochen fühlen, wieder dabei unterstützen, begleite, forsche, wieder in ihre Kraft zu kommen, ihre Quelle fließen zu lassen. Und da geht mir auch wirklich richtig das Herz auf dann. Ja, und deine Augen haben auch so schön geleuchtet. Und das war für mich so, ja, so besonders nochmal so auch, wie du das dann ausgesprochen hast. Also dieses mit uns Frauen, auch mit unserer Urkraft praktisch, dass wir uns da wirklich auch wieder verbinden. Und das ist mir ja auch ein Herzensanliegen, dass also ich für mich bin lange Zeit irgendwie sehr männlich geprägten Weg auch. Also ich habe sehr viele männliche Anteile gelebt sozusagen und darf jetzt gerade erst die letzten Jahre immer mehr so dieses Weibliche wieder erforschen und meine Weiblichkeit auch mehr leben. Und ich merke, dass es mir ganz oft aber schwerfällt, weil mich wirklich so hinzugeben, auch das ist weiß auch nicht, das ist für mich eine große Überwindung, also im Gegenüber zu einem Mann hauptsächlich eigentlich, also zu meinem Partner. Mhm. Ja, wie hast du das für dich? Also wie bist denn du da so wieder mehr mit der Quelle verbunden und kannst so die weibliche Quelle fließen lassen? Jetzt vermehrt, also seit mir jetzt, seit Sommer, seit ich dann auch beim Job weniger gemacht habe und jetzt Zeit gehabt habe für Körper, Geist und Seele, sage ich so, inneres Forschen. Und dann bin ich ja zum Hosting-Kurs von Pioneer of Change und das hat mir sehr gut getan und dann auch unser Regionaltreffen von der Tauberpioniere. Ich liebe das einfach so, die lebensbejahende Kultur und da will ich wirklich mehr davon. Aber irgendwie ging der Knopf nochmal bei mir auf, seit ich jetzt im Wandelcampus drin bin, in der Wegegemeinschaft. Und irgendwie kommt es jetzt immer mehr und beim Wandelcampus jetzt auch angefangen, meine Quelle fließen lasse. Und irgendwie, das sprudelt jetzt immer mehr. Und ja, und auch die Begegnungen, die Vernetzungen und das Ganze. Und ja, ich finde es voll kraftvoll und ich will echt mehr davon. Und ich finde es stark. Ich hätte nicht gedacht, dass es über Zoom geht. Also am Anfang dachte ich, oh Gott, die Sache über Zoom mache, aber das ist genial, was für Verbindungen da entstehen. Und ich finde es voll kraftvoll. Ja, und wo du sagst, das mit dem kraftvoll, also was ich bei dir auch so schätze, dass du es schaffst auch, also ich bin, glaube ich, immer mit Milan auch bei euch gewesen und dass du den Raum so hält irgendwie, dass ich mich auch wohlfühlen kann mit Milan und du auch immer wieder so den Raum für ihn so hält oder mit ihm auch so in Verbindung gegangen bist und das war für mich auch also total spannend so zu beobachten, weil der Milan ist schon jemand, der eher länger braucht, bis er sich Erwachsenen gegenüber oder bis er so freier sich bewegt oft. Und da warst du jetzt auch eine von den Menschen, wo er relativ schnell auch Vertrauen hatte. So. Und das war für mich schon auch sehr spannend zu beobachten. Ja, ja, ich liebe das auch. Und ich bin auch dankbar, weil ich habe in der Pfalz 6 Jahre Krankheitsvertretung gemacht in viele verschiedene Kindergärten. Und da konnte ich auch viel Erfahrung sammeln. Ich bin selber auch Mutter von 2 Kindern. Und die sind jetzt dann 21 und 23 und auf jeden Fall, und ich merke halt auch, wenn jetzt Mütter abgelenkt sind, wenn ihre Kinder sie dauernd immer wieder ablenken und
ich liebe das, also ich mache das, manchmal merke ich das schon gar nicht mehr, mache ich das automatisch, dass ich dann schon irgendwie auf die Kinder zugehe oder versuche mich anzunähern oder ich gehe nach meinem Gefühl und weil ich auch schon gemerkt habe, dass es viel einfacher ist, dann sind auch die Mütter entspannt, wenn die Kinder entspannt sind und ja, manchmal merke ich das gar nicht, das mache ich schon automatisch dann. Mhm. Ja. Ja, und das ist also für mich auch immer so ein Geschenk gewesen, weil ich einfach schon auch viel Zeit mit Milan gerade alleine verbringe und dann einfach auch merke, so ab und zu, wie stark ich einfach an meine Grenzen komme und wie ich mich dann einfach auch sehen oder freue, wenn ich mich mal auf Erwachsenenebene austauschen kann. Und dann, und dann ist ja oft so, dass aber dann auch das Kind oder der Milan jetzt zum Beispiel dann eben auch die Aufmerksamkeit möchte in irgendeiner Form und er schafft es ganz oft, dass er erstmal wie in seiner Mitte ruht und irgendwie auch mir so den Raum schenkt, dass ich mich unterhalten kann. Und dann aber ist halt ab und zu, kippt es halt dann irgendwann ja logischerweise mein Kind, das sich auch bewegen will oder andere Bedürfnisse hat, wie jetzt eine Mama, die sich unterhalten will. Ja. Da rauscht immer was, gell? Du hörst was rauschen? Immer zwischendrin mal, ja. Okay. Da muss ich vielleicht doch noch die Kopfhörer reinmachen. Genau. Und was ist denn die jetzt so mit die Frauen, zu was möchtest du die denn bei dir auch einladen? Ich möchte den Frau geschützten Raum bieten und einfach, das hört sich immer einfach an, aber dass die Frau einfach so Ruhe entschleunige wieder, weil die haben jetzt so eine hektische Zeit hinter sich oder sind noch voll drin. Und einfach, dass sie mal wieder so sein können, wie sie sind und dann wieder auch zu den Körper zu erfahren, zu erforschen, spüren und dann durch Gespräche und so wieder oder Körper Beispiel, wie zum Beispiel Stuck, mal den Körper sprechen lassen, wie der sich fühlt und ja, und einfach, dass Frauen wieder so sein können, wie sie sind und dass sie in ihre Kraft kommen. Also für dich ist jetzt vielleicht Stuck ja. Ein gängiger Begriff, für mich jetzt nicht, was ist denn das? Magst du uns das mal erklären? Das ist, kann man sagen, wie wenn man in eine Rolle, wie wenn man jetzt ein Schauspieler in seine Rolle geht, wenn man zum Beispiel sagt, wie fühlst du dich jetzt, wenn du in einer Gruppe bist und wirst gar nicht gesehen? Und dann machst du die Augen zu, atmest und dann lass einfach mal deinen Körper, guckst einfach mal, was dein Körper macht. Es kann sein, dass dann die Hände vor die Augen gehen oder man macht sich klein oder man wendet sich ab. Und wo der Körper einem dann das praktisch so widerspiegelt, also wie so eine Rolle. Und da habe ich auch schon gemerkt, da sind viele als überrascht, wie jetzt das aussieht, dann, was der Körper sagt, weil manchmal fühlt man sich vielleicht gar nicht so, aber der Körper dann in der Rolle zeigt einem was und dann manche sind dann so, okay, echt jetzt? Und dann, das ist praktisch erst Stack 1 und Stack 2 ist dann, wenn man sagt, so und jetzt stell dir was vor, du wirst gesehen oder du was Schönes, du bist jetzt richtig kraftvoll in der Gruppe und hast Spaß und dann guckst mal und dann lass auch wieder den Körper führen und dann kann es sein, dass du dann auf einmal so, boah, kraftvoll oder ja, hier bin ich und ja, und ich finde es halt immer so spannend, wie dann die Leute überwältigt sind. Am Anfang tun sie sich vielleicht noch schwer, sich drauf einlassen, aber das ist meistens der Kopf. Aber dann sind sie nachher selber überrascht, sei es beim Ersten und vor allen Dingen dann beim Zweiten, wo sie dann denken, okay, war ich das jetzt? Oder es gab ein Déjà-vu, weil sie vielleicht sowas schon mal irgendwo erlebt haben oder ja. Oder gefühlt habe, manche spüre das auch. Oder es ist einfach eine Kultur oder ein Satz, was kommt, jetzt geht's los oder so. Ja, genau. Und ich bin halt ein Körpermensch, der gern so, dass sich im Körper ausdrückt.
Glaubst du, dass auch der Körper schon auch so der Weg sein kann oder der Schlüssel, um mehr wieder mit der Weiblichkeit auch verbunden zu sein und eher in dieses Fühlen und Spüren zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Es gehen ja auch viele Leute in die Natur und setzen sich an den Baum und dann spüren sie wieder über den Körper so, boah, jetzt geht es mir wieder besser. Und ja, manchmal braucht man ja auch erst einen Schuss vor den Bug, also eine Krankheit oder einen Todesfall. Und dann tun die Leute immer umdenken. Und das geht ja dann meistens auch erst über den Körper, das Ganze. Und ja, und mit Krankheit sagt der Körper einem ja auch, hey, da stimmt was nicht. Und wenn man halt nicht zuhört, irgendwann kriegt man halt, ich sage immer, den Schuss vor den Bug. Und ja, weil der Körper zeigt sein, der weiß es schon. Nur wir sind schon so gestrickt, so vom Kopf her. Ach, das wird schon, komm, wir werfen Tablette ein, dann geht es wieder weiter und so. Ja. Und tun praktisch den Körper überrumpeln oder ja. Ja, und wenn du jetzt gerade auch sagst, also wir haben ja jetzt das Thema weibliche Quelle fließen lassen und dann aber auch der Körper und Entschleunigung. Also was ist denn für dich da so, dass wenn man jetzt merkt, man fängt sich wieder an zu spüren, man merkt so, boah, man ist so oft im Funktionsmodus und das Herz schlägt voll schnell und man steht so unter einem inneren Stress und Strom und der Stresspegel ist richtig hoch. Das hat man in der Forschungsgruppe jetzt auch erst, also dass das Thema Stress bei uns Frauen gerade schon auch ein Thema ist so. Und was ist denn so deine Geheimwerkzeuge oder Geheimtipp, um da wieder, ja, also sich auch schnell, weil Mütter haben ja oft einfach nicht so viel Zeit. Wie kann man sich kurz und knackig Zeit nehmen, um da so diesen Stress aus dem Körper wieder, wie sagt man da, zu entspannen? Okay, also ich hab's, also was mir viel geholfen hat, was ich auch so ab und zu immer noch mache, ich stelle mir vor, wie wenn du jetzt ein großes Sieb über dir hältst und dann kann man ja hingehen, erst sind die Löcher groß und dann fährst du das so von oben durch den ganzen Körper bis nach unten, gehst mit den Füßen auf die Seite, und dann gibt man das Ganze in die violette Flamme mit der Bitte um Umwandlung und Reinigung. Und dann kannst du die Siebmasche immer kleiner werden lassen. Du kannst ja erst ein grobes machen und dann noch zwei Stufen mit nachher, dass die Löcher ganz fein sind. Und dann nachher wieder auffüllen mit Liebe, Licht, Spaß, Freude, Erdung. Also das ist jetzt mein schnelles Programm, wo man auch, das kann man auch auf dem Stuhl machen oder egal wo man ist oder im Flur, das kann man immer so machen, das kann man sich, ja, genau. Ja, das geht kurz und schnell, ja. Und das ist auch so was, wo ich jetzt nochmal merke, also ich habe erst vor kurzem auch nochmal so diesen Impuls gehabt, habe dazu ein Video aufgenommen, dass wir praktisch im Prinzip nur eine Minute uns erstmal Zeit nehmen. Das reicht, um uns zu spüren oder jetzt eben dieses mit dem Sieb so zu machen und zu spüren, wo stehe ich denn jetzt gerade und was brauche ich denn jetzt gerade wirklich? Meine To-Do-Liste nicht. Wahrscheinlich, nee. Wenn der Stress sehr hoch ist. Und dann eben das zu spüren und dann eine Entscheidung praktisch zu treffen, so in die Richtung, wo man gehen möchte. Und wenn man sich diese Minute immer wieder gönnt, dann ist das ja auch schon total viel, wo man schnell was verändern kann. Ja. Oder man macht sich Post-it irgendwie mit Leichtigkeit oder nimmt spielerisch, dass du, wie zum Beispiel vom Mensch ärgere dich nicht, da die Mändel nimmst. Und dass man einfach die Sache, die Projekte einfach spielerisch ist. Ich finde, man muss wieder aus der Sicht von der Kinderauge die Sache sehen. Dann nimmt das Ganze viel mehr Druck weg, weil sonst ist alles so, macht es Druck und ja, es ist entschleuniger und die Sache spielerisch sehe. Das ist jetzt so
mein Satz so immer, ja. Aber es ist nicht immer einfach, also mich erwischt es dann auch als, also ja. Aber ich gucke dann wieder, dass ich auch wieder die Übungen mache oder eben vorhin, bevor ich mir angefangen habe, bin ich auch kurz in die BIM-Station gesessen und mich auch nochmal ganz bewusst geerdet und tief durchatme, ja. Und wenn man kann, kann man auch raus an einen Baum gehen oder sich kurz hinsetzen zum Krafttanken. Genau, das sind so Sachen, was jetzt eigentlich schnell geht, ja. Ja, stimmt. Oder auch barfuß jetzt, dann freue ich mich auch wieder mehr. Im Winter habe ich es jetzt nicht so viel gemacht, aber ja, mit dem Barfuß einfach auf eine Wiese zu stehen und da einfach aus sich, ja. Ja, aber das sehe ich auch schon wieder spielerisch. Also da darf man, glaube ich, auch, das ist so dieses, ja, im Winter geht man nicht barfuß raus, da wird man krank. Kinder machen es einfach, wenn es ihnen gerade danach ist. Und die werden nicht krank. Also ich habe ganz viele Kinder an einer freien Schule erlebt, die das gemacht haben und die sind nicht krank geworden. Die hatten sogar ein sehr gutes Immunsystem. Ja. Genau. Aber auch mal in eine Pfütze reinspringen, wenn es einem halt gerade mal so packt, dann darf das auch sein, egal was jetzt die anderen denken. Oder ja, es muss wieder so die das Spaß, Freude, Leichtigkeit rein. Mhm. Gerade jetzt sowieso in der Zeit jetzt, wo alle so alle Leute so drauf sind und genau. Ja, das ist ein gutes Stichwort, David, sich von den Kindern vielleicht auch oft anstecken zu lassen, weil das ist schon für mich auch immer wieder eine Überwindung, wo ich merke, mein Kopf steht mir im Weg oder meine Erziehung, wie ich selber groß geworden bin, was man darf und was nicht. Ist schon spannend, wie das immer noch so Grenzen, innere Grenzen sind, die da so gesteckt sind, aber die man ja selber dann mal sprengen kann, weil das war ja in der Kindheit, jetzt sind wir erwachsen. Genau. Und ich sage immer, also wir kriegen es von den Kindern doppelt und dreifach zurück, also wie man drauf ist. Also die Erfahrung habe ich früher auch gemacht. Also gerade wenn auch die Kinder haben jetzt auch gesagt, Mama, Papa, warum habt ihr eigentlich Angst wegen Geld? Oder Mama, wenn du sagst, pass auf, dass nichts passiert, dann passiert doch was. Also und auch so, wenn man jetzt schnell macht, dann machen die Kinder erst recht langsam. Also von denen kriegt man es doppelt und dreifach zurück. Eigentlich sind das, wenn man es so sieht, wunderbare Spiegel. Aber ich weiß, wenn man selber drin ist, findet man das als nicht so toll und denkt, ah, das muss jetzt aber gerade nicht sein. Also, ja. Hast du vielleicht auch nochmal einen Tipp, weil diese Wut, also mit der bin ich, also ich habe jetzt gerade sozusagen einen 2,5-Jährigen, der entdeckt sich gerade schon immer noch mehr und da merke ich schon, wenn er so seine Neins auspackt, da fährt bei mir schon mal ziemlich schnell die Wut hoch oder der Dino, die Dino-Mama kommt raus und wie schaffen wir es denn? Also, oder was für Tipps hast du, wie man da in solchen Momenten ja, vielleicht tatsächlich spielerisch mit umgeht oder ja, fällt dir da vielleicht auch aus deinem Erfahrungsschatz ein Beispiel ein? Also mir kommt jetzt gerade so, versuche dann mal tief durchzuatmen oder vielleicht, dass man sich irgendwie so eine Eselsbrücke baut, wenn jetzt das Thema kommt, dass man dann irgendwie an Klarheit oder Kraft oder so denkt und der will einem ja nur auch was zeigen und einfach mal, ja, so, ich habe es gerade gemacht, gerade mal so tief durchatmen und dann einfach an was Schönes denke und ja, einfach oder auch mal frage, vielleicht das Kind, ja, wie meinst du das jetzt so, ja, genau, das Kind auch noch so wie sagt man, mit einbinden, nicht jetzt, nein, das machen wir nicht, sondern ja, wie meinst du das jetzt denn vielleicht oder so spielerisch mit Gegenfrage, also da gibt es verschiedene Varianten oder manche müssen auch erstmal kurz rausgehen und dann wieder gehen sie wieder rein, also ins Zimmer zum Kind, also ja. Selber mal kurz dem eigenen inneren Kind Luft machen, so mit den Füßen auf den Boden stampfen. Genau, so wie es kommt. Oder einfach spielerisch eine Gegenfrage oder gucke, vielleicht kann man es auch spielerisch das Kind ablenken wieder. Oder
das ist situationsbedingt und da kriegst du auch ein Gefühl und du hörst auch ein Gefühl, also ja. Ja, und jetzt, wo du das auch gerade nochmal gesagt hast, also die Wutkraft, also dann eher diese Kraft in meinem Körper auch zu spüren und die mir wieder, also weil wir auch bei Stresslevel oder wenn bestimmte Dinge hoch ist, also dass ich eher dann auch diese Kraft wieder spüre, das werde ich jetzt tatsächlich dann auch eher mal nochmal, also in so einer Situation probieren, weil das habe ich jetzt noch nicht in anderen Situationen, ja, aber ja, das ist jetzt gerade nochmal schön, dass wir ein bisschen miteinander da gespielt haben und das Thema so bewegen, ja. Bewegt haben, weil das war jetzt für mich gerade auch nochmal spannend. Es sind ja manchmal so ganz kleine Nuancen, wo man selber steht, ja. Dass man einfach mal wieder so einen neuen, okay, genau. Ja. Versuche tief einatmen und ausatmen. Manchmal hilft das oder auch, ja, gerade mal so mal mit Schultern, so dass der ganze Körper mit einbindet oder ja, oder mal die Füße bewege und dass man merkt so, hey, ich erde mich wieder oder ich Wurzeln wachsen lasse, aber ja, das macht jeder anders. Also probier einfach mal aus, wie es für dich passt. Ja. Ja, danke, liebe Annette, für deine Vielfalt an Ideen. Ja, ja, das ist nochmal gut zu hören. Hast du für dich, ich merke jetzt so, gibt es für dich was noch wesentlich ist oder wo du merkst, so, boah, das möchtest du einfach gern noch mit den Frauen da draußen oder mit den Müttern da draußen teilen? Ich möchte einfach den Raum aufmachen, die Tür, die Arme aufmachen und sie herzlich willkommen heißen. Und ihnen, ja, genau. Ich sage immer, wenn jetzt du da wärst, würde ich dich jetzt umarmen und einfach. Ja, umarme und einfach den Raum öffne für Gespräche, für sich fallen lasse, entschleunige Ruhe und dann einfach, ach komm, immer einfach, schaue, was ich zeigen darf und ja, wieder so ein Entspannungsort und Kraftort für die Frauen und Mütter. Und ich sehe auch, so aus der Augenwinkel habe ich immer so eine Pinnwand, wo verschiedene Tage sind und wo verschiedene Gruppen da sind. Also da bin ich echt offen und ich habe wirklich Lust dazu. Und also wenn jetzt Corona nicht wäre, würde ich jetzt schon die Tür aufmachen und ey, ihr seid willkommen. Ja, und jetzt ist ja Corona, aber trotzdem hast du auch jetzt, ist gerade noch das Summit von den Pioneers of Change und da hast du jetzt auch den Impuls gehabt, die Tür zu öffnen. Magst du die da noch mal kurz? Ja, genau, da kannst du gerne auch mal kurz die Einladung aussprechen, wer Lust hat, da gleich mal in die offenen Arme von Annette zu Ja, am Online-Summit mache ich zusammen mit dir, Andrea, am 21. März. Das ist aber noch zufällig mein Geburtstag. Kurz vorher hattest du Geburtstag. Und da möchte ich einfach, da ist um 10 Uhr, den virtuellen Raum aufmachen für Mütter, die sich da angesprochen fühlen, einfach in den Raum reinzukommen und sich wohlfühlen, entschleunigen und Austausch und forschen miteinander und ja, lebendiges Miteinander. Es dürfen Emotionen fließen, es darf alles sein. Also es ist ein schöner, geschützter Raum und ich freue mich schon drauf und bin echt gespannt, wen man da alles trifft in dem Raum. Und auch ich freue mich, dass und sage auch nochmal danke, dass du mit dabei bist, Andrea, und dass wir das zusammen hosten und ja. Ja, ich freue mich auch schon drauf und du hast da auch eine sehr herzliche Art, wo ich mich einfach auch total freue, das mit dir mal gemeinsam zu machen und da auch zu spielen und auszuprobieren. Und was ist mir jetzt gerade noch kommen? Ja, ich würde dann einfach die genauen Daten einfach unter dem Video nochmal teilen. Genau. Und auch deine Kontaktdaten, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann, um in deine offenen Arme, um das mal Kraft tanken sozusagen bei Annette. Ja, genau. Genau. Ach, schön, ja. Gibt es irgendwas, was du zum Abschluss gerade noch sagen möchtest? Ich spüre ganz tiefe Dankbarkeit und so eine riesige Freude. Also, und ich habe wieder das Umarmen-Gefühl und ich habe so ein
so eine Freude, so ein offenes Herz und ich lade alle ein und ich bin nur noch am Strahlen, also ich freue mich. Und das war auch jetzt richtig, richtig, richtig schön mit dir, diese Runde. Danke. Gerne. Vielen Dank dir, dass du dabei warst und dass wir das jetzt miteinander gemacht haben, für deine Offenheit. Genau. Und dann alles Liebe und bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke.